Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen unser Kapital erhöht und sind jetzt hier noch gute 4 Minuten hier noch im Sektor. Ich dachte eigentlich, die Zeit wäre schon. Dachte ich eigentlich, hätte ich die letzte Folge schon gewartet. Egal, wir gucken mal gerade auf unsere Hüllenteilefabrik. War immer noch Probleme mit unserem Lager. Und ich habe da jetzt folgende Idee. Ja, aktuell unser Bau hier. Das Problem ist nur, dass zuerst jetzt eigentlich Sachen gebaut werden, die wir jetzt direkt gar nicht benötigen. Das heißt, die Produktion statt dem Lager. Und das können wir so ein bisschen jetzt umgehen. Wir können die Reihenfolge hier direkt gar nicht verändern. Aber wenn wir jetzt hingehen und werden. Ankerpunkt hier. Die Teile, die noch nicht gebaut sind, einfach mal kurz abziehen. Wenn er mich dann lässt. Dann rutschen die nämlich ganz nach unten. Ja, das wollten wir nicht drehen. Okay. Und die Scheibenverteidigung, ja, die können wir auch am Schluss bauen. Das heißt, nach der Hüllenteileproduktion werden jetzt erstmal die Lager gebaut und das finde ich eigentlich ganz wichtig, denn das wird auch der Station gut tun beim Produzieren, denn aktuell ist das unheimlich gehemmt noch und so sollte das eigentlich passen. So, finanziell fehlen im Grunde nur noch die Hüllenteile. Der Witz ist, dass wir die eigentlich selber produzieren könnten. Und finanziell hatten wir soweit alles draufgesetzt bisher schon. Das heißt, hier hätten wir jetzt einen logischen Bau. Wir hatten auch zwei kleine Flüssigkeitscontainer da angebaut. Ja, die bauen wir jetzt da mal noch. Allerdings werden wir in Zukunft von den kleinen Containern da absehen. Das macht echt überhaupt keinen Sinn. Da müsste man schon unheimlich viele bauen. Und bei den großen ist halt der Vorteil, man kann die so schön nebeneinander packen. Ich mag die sogar lieber als die ergonomischen Containerlager. Oder egal welche Lager. Ich glaube, die Split-Lager sind auch ähnlich gebaut. Die Boronischen, glaube ich, auch. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber so werden wir es bauen. Ach ja. Und hier hätten wir noch einen Dockbereich, den wir noch bauen wollten. Das Problem ist, die ganzen M-Transporter, die landen hier im Endeffekt ja in der Warteschlange. Und ja, bis die dann nochmal im Lager verstaut sind und bis der nächste dann landen kann. Es wird auch mit dem zweiten nicht wesentlich besser. So ein Dreier-Landebereich wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und die Blaupause sollten wir uns mal noch organisieren. Die bekommen wir überall, die ist auch gar nicht so teuer. Und dann schauen wir mal, wie wir hier das vielleicht noch verbessern. Der Witz ist, wir können aus der Station später im Grunde noch alles weitere bauen. Denn alles, was wir jetzt hier logisch aufbauen, es kann dann nachher auch eine sehr, sehr produktive Schiffswerft werden. Aber bis dahin lassen wir das Ding erstmal so stehen. Und wir fliegen jetzt Richtung Argon Prime. Oder die sehen wir direkt mal an. Weil die Zeit hier abläuft und wir gucken mal gerade, was machen denn eigentlich die ganzen Miner? Die stehen da aktuell nur rum. Können gar nicht entladen, weil eben gar nicht genug Platz da ist. Und das ist ja fatal. Schiffe, die nichts machen, das ist im Grunde sinnlos. So, und er hier, ja, er steht auch nur rum. Jetzt hat er mal noch mal ein Angebot. Also der handelt auf jeden Fall. Das scheint zu funktionieren. Ich habe unseren Startschiffen auch noch relativ gute Piloten mitgegeben. Wir gucken mal gerade drüber. Hatten einmal hier Kann den ich helfen? Eladi. Gerne Sir? das sehen. Kann ich helfen? Okay, keine Ahnung, was er da treibt. Sir? So, die Quest ist erfüllt. Wir fliegen los. Autopilot Sollte der eingeschaltet. Autopilot jetzt eigentlich hinbekommen. Und um unseren Abverkauf noch ein bisschen zu steigern oder überhaupt mal ein bisschen Geld noch passiv hier reinzubekommen,
wäre eigentlich noch über entweder zusätzliche Miner oder zusätzliche Transporter, die wir entweder über die Station nutzen oder manuell oder automatisch handeln lassen. Das wäre mal so der Plan. Dafür müssten wir noch Transporter organisieren. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht mehr so das Geld dafür. Aber ich kenne eine gute Stelle, was wir da angekommen. Ah, da ist das Behemoth, der Plünderer. Das ist eigentlich einiges an coolen Waren, die wir ja einsammeln könnten. Haben jetzt aber keinen direkten Transporter frei dafür. Schade eigentlich. Und wir müssen aufpassen. Sprungtor, drei Adler, Ursart, Angreifer, Adler, Angreifer. Ist das der Adler, den wir verkauft hatten? Nee. Doch gewundert. Es gibt eine gute Stelle, wo wir Schiffe übernehmen können. Und zwar hier in der Hatikvas-Entscheidung. Denn dort werden. Ja, da gibt es keine direkte Polizei oder ähnliches. Dort kann man einfach die Schiffe übernehmen, ohne dass man da jetzt irgendwie im Sektor was befürchten muss. Und die sammeln sich halt hier auch, die Transporter. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil der Sektor gehört weder zu den Fraktionen, zu den Transportern, die wir übernehmen wollen, noch ist da eine aktive Polizei, die eingreifen würde. Und da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir da noch was bekommen. Wir peilen das vielleicht direkt mal an hier. Wir sollten vielleicht auch mal gucken. Hier gibt es eigentlich noch ein Tor. Wir machen das jetzt hier mal anders. Wir bleiben mal hier stehen. Da können wir vielleicht noch ein paar Satelliten abstellen. Ja, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Wir hätten noch 4 Satelliten, das sollte reichen. Damit wir so ein bisschen das Geschehen von den Xenon beobachten können. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Dann sind wir ja gleich schon da. Erreiche System. Offizcenter Alpha. Denn so jetzt auf Aufträge habe ich gar nicht mal so viel Lust. Wir brauchen jetzt erstmal Material für unser Imperium. Und dazu gehören einfach Schiffe. Wir können zwar noch keine L-Schiffe oder XL-Schiffe entern oder ähnliches. Dafür haben wir jetzt noch nicht so wirklich das Setup dafür. Aber für kleine Transporter reicht es auf jeden Fall. Da passiert auch nicht viel. Das geht auch relativ schnell. Ist auch wesentlich unkomplizierter als das Entern von Großschiffen. Und so ein paar kleine Transporter könnten uns jetzt echt gut tun. Und zwar ohne, dass wir unseren Ruf schädigen oder Probleme mit Polizei oder ähnlichem bekommen. Erreiche System. Adäquates Entscheidung. Okay, da wären wir. Autopilot ausgeschaltet. So, und hier rechts oben, das sollte eigentlich noch ein Tor sein. Unbekanntes Objekt. Wir fliegen mal hin. Da sind auch diverse Waren. Durch die Abschüsse der Xenon, die könnten wir eigentlich gerade mal einsammeln. Container. Machen wir auch. Wo bin ich denn? Okay, Interface-Einheit, ist da noch irgendwas? Sie werden sich wünschen, Container. Den haben wir noch gar nicht eingesammelt. Okay, Interface-Einheit, die holen wir auch mit. Container. So, da hier noch einige Schiffe rumfliegen, brauchen wir vor den Xenon da eigentlich auch nicht großartig Angst zu haben. Problematisch wird es erst dann, wenn die hier wirklich mit der Flotte oder
ja, einem Zerstörer durchkommen, was auch passieren wird. Container. Aber bis dahin sind wir da erstmal safe. Und dass wir das alles hier mitbekommen, dafür werden wir dann noch einen Satelliten abstellen. Hier einmal die drei Container gerade mitnehmen. Container. Vorne hätten wir noch was. Einfach alles mitnehmen. Wir werden es gebrauchen können. Ob zum Verkaufen, Container. Zum Ausrüsten für Aufträge, für was weiß ich, wir werden es auf jeden Fall gebrauchen können. Deswegen die Empfehlung hier, die Sachen mitzunehmen, kann ich nur geben. Okay, da hätten wir hier noch einige auf einem Haufen. Und wir hätten schon die Möglichkeit, den Sinter zu produzieren. Sind ja, ist ja die Zeitverzerrung, dass einfach das Spiel ein bisschen schneller abläuft für den Rest des Universums. Dann kann man sich einige Wartezeit ersparen, macht allerdings Anfang des Spielstands in der Regel überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, das kann sogar eine schädigende Tendenz haben, das Ganze. Denn man verpasst dann auch unheimlich viel. Also Wartezeit verkürzen heißt unbedingt, dass das Sinn macht. In der Regel gibt es so viel zu tun und deswegen bin ich überhaupt kein Freund von Sinser. Container. Denn jetzt nicht markiert gehabt. Container. Das wird dir noch leid. Komm ja gar nicht hinterher mit einsammeln. Aber so kann man auch relativ schnell relativ viel verdienen bei der Sache, denn wir müssen hier so gut wie nichts machen. Munitionscontainer. Wir sammeln einfach nur Waren ein. Netter Nebeneffekt hier. Okay. Container. Reiten wir noch was? Ich meine, da wird immer was droppen, solange da Xenon rauskommt. Irgendwann werden die Xenon aber leicht überwiegen und dann wird es schon ein klein wenig schwieriger. Da hätte ich gesagt, damit wir hier unten das Tor mitbekommen, setzen wir einen Satelliten ungefähr, ja, mittig, so ungefähr auf diese Seite, hätte ich gesagt. Einmal aussetzen und wir haben eine super Abdeckung. Bin ja irgendwie geneigt, die Teile da jetzt nochmal mitzuholen, aber wir fliegen jetzt direkt weiter. Hier hätten wir sogar schon eine Bohr. Boa. Mag ja die Bohr-Transporter. Ich finde die ja mega cool designt. Kann man echt nichts sagen. Und so ein sollten wir unserer Flotte vielleicht zuführen. In der Regel sind ja auch ganz viele an der Handelsstation. Aber wenn die sich hier schon so bereitwillig anbietet, dann werden wir einfach mal folgen. Passen die Geschwindigkeit an.
erstmal aus dem Reisemodus rausschießen. Ja, dauert ein bisschen, bis die Kiste hier gebremst hat. Dann werden wir jetzt erstmal anfangen, hier ein Schild runter zu schießen. Diesen Bolzen oder Schrotgeschützen kann man eigentlich relativ gut ausweichen. Selbst wenn man da nicht die besten Schilder hat. Nutzen einfach hier die Schluckdüsen, dann kommen wir schon relativ gut aus dem Feuer raus und ansonsten helfen die eh nicht so dolle. Das bald bereuen werden. Schalten wir gleich auf einen Laser um, bevor wir den hier aus Versehen zerstören. Standardantwort. Ich mag ja die Split nicht so besonders, ne? Das weiß nicht, ob das in den vergangenen Let's Plays irgendwie rausgekommen ist. Aber die gehen mal. Gehen wir da ein bisschen auf den Keks manchmal. So, und 9% Hülle ist eigentlich nicht mehr viel. Der sollte eigentlich nicht mehr so lange mit uns spielen wollen. Ich frage mich manchmal, ob das nur eine Frage der Zeit ist, bis sie aufgeben und irgend so ein Counter runterläuft. Denn es ist teilweise unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, bei den Split dauert es irgendwie immer länger. Langsam soll der uns das Schiff übergeben. Das bald bereuen werden. Also mit 3% Hülle, dafür ist er echt mutig noch. Das bald bereuen werden.
Ja, komm schon. Wir wollen das Schiff da haben. Split aufsteigen. Du verschoben. Okay. Das war's gewesen. Die Splits sind geflüchtet. Ja, das können sie auch machen. Wir werden jetzt das Schiff übernehmen. Warte, gucken, ich glaube, der Eingang ist hier vorne. Ja, hier leuchtet es schon auf. Wir sind auch nicht in unmittelbarer Gefahr. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal ohne Probleme einmal aussteigen und das Schiff übernehmen. Hätten wir Besatzung, könnten wir sogar einen rüberschicken, meine ich. Okay. Das Schiff gehört jetzt uns. Wir wechseln aber zuerst nochmal auf unsere Persas rüber. Andockerlaubnis erteilt. Und schauen wir mal, welches Personal wir da draufsetzen. Ob wir da einen gerade über haben, den wir einfach nehmen können von unseren anderen Schiffen. Was macht er denn hier? Das ist ja jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist genial. So, ich muss hier mal gerade den Typ hier zurückpfeifen. Also das ist schon genial, ne? Also der, unser Miner fliegt hier ein paar Sektoren weiter, hier mitten in den Xenon-feindlichen Bereich rein, um Erz zu meinen, obwohl das Zeug hier direkt vor der Haustür liegt. Also die Sinnhaftigkeit, die ist mir jetzt hier noch nicht so ganz... Ist auch kein guter Pilot, also... Das Ding ist nur, dass die Pilotensterne da überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Es geht tatsächlich mehr vom Management her aus, von der Station selbst. Hm. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, er wird schon beschossen, super. Also das verstehe ich jetzt nicht. Der Transporter handelt hier fröhlich, das ist gut. Ja, und dann wird wohl der andere das hier auch machen. Verstehst du ganz. Also wir haben hier so ein super Gebiet. Und trotzdem sammeln die das Erz da unten ein. Wir sollten vielleicht auch noch hier die anderen Sektoren freischalten. Und die KI kann hier nirgendwo hinfliegen, da wir die Tore noch gar nicht durchflogen haben. Machen wir dann gleich auch mal noch. Jetzt gucken wir erstmal... Ist der hier irgendwie noch Crew mit dabei? Nee. Bussard vielleicht. Ja, so ein Marinesoldat. Dann setzen wir den jetzt mal auf unsere Boa. Die Boa schicken wir jetzt. So, mal einige Waren da oben. Am besten hier direkt ins nächste Raumdock. Das werden wir dort reparieren. Gucken wir mal gerade noch, ist denn das Teil hier bestückt überhaupt? Machen wir mal noch ein Schild mit dabei. Pulsverteidigung finde ich immer klasse. Navigationswagen, die können wir verkaufen. Die brauchen wir nicht. Täuschkörper auch unnötig. Ansonsten, ja, Mannschaft. Also ich besitze einfach mal ein paar Leute mit drauf. Dann haben wir auch noch welche. Und dann kostet das Ganze auch relativ wenig. Beziehungsweise ja, 36.000. Das ist okay. Dafür haben wir jetzt hier einen kompletten Transporter und den auch noch aufgerüstet. Und durch den Verkauf der Waren haben wir fast gar nichts bezahlt. Also das war jetzt einmal kurz ein Stationstransporter organisiert. Und wenn wir vielleicht noch so einen finden, können wir den auch noch übernehmen. Aber ich würde jetzt gerne mal noch vielleicht schnell hier Waren einsammeln. Wir brauchen ein größeres Schiff, dann können wir einfach da reinfliegen, einmal alles aufsammeln.
Es dauert mit einem kleinen Schiff immer ein bisschen länger. Dann werden wir jetzt vielleicht mal noch hier einen Satelliten abstellen. Dann hätten wir einmal die Handelsstation mit dabei. Denn da sind auch immer ganz viele Transporter von verschiedensten Fraktionen. Und wenn wir da was Schönes sehen, dann nehmen wir das doch. Das mit dem Miner hier. Also das habe ich jetzt hier noch nicht verstanden. Ist ein bisschen doof, weil ausgeschaltet. Hier gibt es auf jeden Fall Erz. Das habe ich schon mit Minern Lammers farmt und er fliegt hier 30 Tonnen weiter. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier jetzt noch einen Satelliten abstellen. Und hier hätten wir noch eine Bohr. Würde sich doch gerade anbieten. Nehmen wir die doch gerade mit. Beide Laser hier rein. Ja. Ja, das denke ich mir. Ich funke die trotzdem immer an. Ich finde das lustig. Denn man kann mit denen leider nicht mehr interagieren. Es wäre eigentlich cool, wenn man da noch ein bisschen mehr Interaktion hätte mit dem NPC. Aber ist dann nicht so. Durch die Perseus haben wir ein echt cooles Schiff eigentlich. Es ist zwar wirklich nicht das stärkste Schiff, aber es ist eben schnell. Und die können wir. Geschwindigkeit kann man halt unheimlich gut nutzen. Auch gegen Kampfschiffe. Und Schiffe, die uns nicht erreichen können, die können uns auch relativ wenig schaden. Schalten wir gleich auch nochmal auf einen Laser um. Splitrache nehmen. Hab mir dazu, glaube ich, noch nie einen Guide angeschaut. Weiß auch gar nicht, ob man die unbedingt von der Hülle her so runterschießen muss. Aber funktionieren tut es mir auf jeden Fall. Ich glaube, bei 100% Hülle bekommen wir den mit dazu aufzugeben. Okay, der mag noch nicht. Hülle. Aber ich glaube, das dauert jetzt einfach nur noch mal kurz und dann wird er auch aufgeben, wenn er sieht, dass er
überhaupt keine Chance hat. Ich möchte echt mal ein bisschen auf die Hülle hier konzentrieren, denn mir sind in der Vergangenheit schon einige Schiffe entgangen, weil ich es einfach zerstört habe am Ende. Also aber hartnäckig hier der. Okay. Ja, so langsam wird es aber Zeit für dich hier. Mit ihnen rede ich nicht. Ja. Ja, ist auch vielleicht besser. Jetzt mal langsamer, dass wir den so schnell anfliegen. Split-Rache nehmen. Ja, solange die uns anpunkten, ist immer gut. Sollte so eigentlich gleich passen. Echt das Gefühl, dass es bei den anderen Fraktionen immer einfacher ist. Split-Rache nehmen. Ja, du solltest keine Rache nehmen, du solltest eigentlich aussteigen. Ein Prozent Hülle. Ja, das ist hier echt. War da ein bisschen anstrengend. Aber der wird auch aufgeben. Also in der Regel geben die irgendwann alle auf. Langsam merkt er es.
wollte ich dich nicht. Bei einem Schiff hätte ich gerne. Ja, der soll es ihm aufgeben hier. Wir haben noch was anderes zu tun. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendwas Besonderes an Waren drauf ist, das Ganze jetzt gelohnt hat. Wir steigen einmal aus. Perseus, Angreifer. Und wir übernehmen die zweite Bohr. So, wir teleportieren uns jetzt hier auf das Schiff zurück. Und dann werden wir die erste Bohr, da hatten wir jetzt ja mit Personal. Dann werden wir direkt hier mal einen auf die Bohr setzen, dass die direkt zum Raumdock kommt, bevor die noch zerstört wird. Denn die Xenon-Schiffe sind hier dennoch in der Nähe. Okay. Was hat denn das Teil hier? Auch die gleichen Antriebe. Ja, ein Schild machen wir drauf. Genauso wie die Pulsgeschütze. Software. Das kann so bleiben. Hat aber eigentlich nichts an Waren groß mit dabei gehabt. Schade. Einmal reparieren. Kostet jetzt ein bisschen mehr. Aber immer noch wesentlich günstiger als so ein Schiff in der Ausstattung. Ansonsten. Ja, die Tiladi werden wir nicht angreifen. So wie die Argonen. Da fangen wir jetzt keinen Krach mit denen an. Aber mit dem Split, finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Was ist hier noch so eine Boa? Boa. Können wir die auch mitnehmen, wenn die hier gerade rumfliegt? Ups. Wäre jetzt mal nur so eine spontane Idee. Ich glaube, ja, der ist in den Highway rein. Dann macht das jetzt wenig Sinn, da hinterher zu eifern. Naja, dann hätten wir aber schon mal zwei Bohr. Wir werden jetzt mal noch das Tor hier durchqueren. Sprungtor, und die Verbindungen zu den Sektoren freischalten. Dann können unsere NPCs auch was damit anfangen. Dann müssten wir einmal nach Morgenstern kommen. Und noch einmal hier hoch. Dann müsste es dann. Da hinten ist hier noch ein Tor. Wir uns mal gerade an. Aber das Tor dürfte eigentlich nichts mit dem Sektor hier zu tun haben. Denn hier gibt es eine Öffnung zwischen den Sektoren. Das heißt, da müsste eigentlich ein Super Highway sein. Aber wir gucken trotzdem mal, wo das Tor ja noch hinführt. Bin ich gespannt. Ah, okay. Jetzt das Untergang. Das ist, ah, stimmt. Das ist der Sektor, da werden wir später Erreiche noch hin müssen. Bezüglich den Baronen. Jetzt bin ich nur ein bisschen irritiert. Wir hätten, da hinten ist noch ein Tor. Nordtor, da ist noch ein Minotauros. Bart. Der steuert, glaub, uns an. Okay.
ist denn der überhaupt? Na, wo fliegt er denn jetzt hier hin? Gar nicht unseren Fokus rein. Okay. Akt von grüne Schuppe. Immer hat eine Chance. Ich weiß gar nicht, wie die bewaffnet sind. Die haben Plasma dabei. Nee, das war. Wir sind hier wegen so einem Piratenschiff noch drauf gehen. Hier hätten wir noch ein Sprungtor. Erwarte Befehle. Ging jetzt erstmal hier weiter. Müsste es eigentlich noch mehr geben? Wir machen mal einen tiefen Scan. Hinten hätten wir noch eine Station. Seltsam. Sprungtor, unbekannter Sektor. Okay, wir fliegen da auch mal noch mit durch. Ich habe den Sektor nicht mehr auf dem Schirm, wie der aufgebaut ist. Ich dachte, hier gäbe es noch mehr Tore. Schauen wir einfach, wo das hier hinführt. Ah, okay, das ist das Nordtor. Elende Himmel. Im Namen der Argonischen Föderation und im Auftrag des Präsidenten der Föderation, wir kommen in Frieden. Wir bitten um sichere Passage zu den verlorenen argonischen Kolonien, die sich Gerüchten zufolge in der Nähe befinden sollen, um unsere Brüder wiederzufinden. Okay, nee, in die Sektoren möchte ich jetzt gar nicht rein. Ich meine aber hier. Gäbe es noch mehr? Erreiche System. Ketzers Untergang. Gucken wir mal. Wir machen mal noch einen Scan. Ah, da hinten ist noch irgendwas. Aktionen, aber jetzt nichts irgendwie, was in Torrichtung geht. Wir peilen mal hier den nördlichen Teil von Morgenstern an. Sollten wir noch den Superhighway entdecken können. Minotauros. Ja. Erreiche System, Morgenstern. Ja, da hinten ist so ein Datentresor. Noch mal so ein Pirat. Den Superhighway hier nicht? Oder ist der da dahinter? Ich sehe es nicht ganz. Könnte auch dahinter das sein. Datentresor. Ja, das sieht so aus. Dann fliegen wir jetzt mal schnell zum Superhighway. Was denn hier rechts ein Teil? Nanotronikfabrik. Ah ja. Beschleuniger, Morgenstern. Okay, Beschleuniger ist das Teil. Müssen das alles Highways? Erreiche Morgenstern 4. Das ist ja auch so ein Sackgassensektor hier. Aber auch hier gibt es
unheimlich viele Materialien. Ich denke, wir werden auch mal hier noch so eine Ressourcensonde auswerfen. Brauchen wir Nividium, Erz und Silizium, also von allem etwas. Ich muss gestehen, ich war hier in dem Sektor so gut wie nie unterwegs. Und dann müssen wir mal noch gucken. Hier gibt es ja auch noch ein Tor für in den Sektor rein. Bei denen vielleicht auch mal noch ausbuddeln. Weil ich habe irgendwie das Gefühl. Ja, genau. Liegen hier immer in Gegenden rum, wo ich es eigentlich nicht haben will. Ich weiß nicht. Egal. Wir peilen dann Argon Prime direkt an. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal noch schnell um unsere Boas kümmern. Autopilot eingeschaltet. Denn die haben jetzt erstmal keine Mission. Wir werden die zwei Boa jetzt pauschal der Station hier als Stationstransporter zuweisen. Schon drei. Na, gucken wir, ob die alle arbeiten, ob das Sinn macht oder ob wir vielleicht die guten Piloten auf die Transporter setzen und die einfach mal selbstständig handeln lassen. Habe ich in der Vergangenheit nie wirklich genutzt, aber wenn wir jetzt Transporter haben, können wir das einfach mal ausprobieren. Und dann genießen wir einfach mal kurz den Flug. Ja, eigentlich ist ein bisschen dunkel, der Sektor. Es gibt bei den Piraten später in diesen neuen Sektoren Gezeiten, da habt ihr jetzt richtig coole Sektoren, wo man die Sonnenreflexion richtig gut auf dem Schiff sieht. Da werden wir auch noch hinkommen. Ah, da wird wieder geschossen. Runde der Standard. Wäre sogar ein Miner von den Split. Lamente. Hier sind noch so ein paar Standardwaren. Aber die Station ist gut besucht, muss man sagen. Hier geht es eigentlich primär um Medikamente und um Hüllenteile. Erreiche System Argon Prime. Da sind wir wieder in Argon Prime. Ich mag den Sektor eigentlich, da er nicht ganz so dunkel ist und auch nicht zu hell. Man hat eigentlich eine gute Mischung, man erkennt ja einiges. Es gibt aber auch noch wesentlich schönere Sektoren. Aber das ist ja teilweise dann auch nochmal Geschmackssache. So, Autopilot hauen wir raus. Ausgeschaltet. An der Schiffswerft vorbei, wir fliegen direkt ins Tor rein. Und das sollte in den Einflussbereich führen. Erreiche System, Einflussbereich. Ja, und sogar hier hätten wir einiges an Erz. Gucken wir mal einfach mal, ob es hier noch Tore gibt, ob wir das optisch erkennen. Und ob das hier auch nur eine Einbahn, also eine Sackgasse ist. Ja, interessante Sonne. Ja. In Gezeiten, die habt ihr in den Sektoren, sieht man es besser. Werde ich euch da noch zeigen. Wir machen jetzt trotzdem mal noch einen Scan. Man ist so viele Stunden in dem gesamten Spiel unterwegs und trotzdem kann ich euch nicht sagen, ob hier noch irgendwelche Sektoren waren. Unser Scan hat da jetzt auch nichts groß festgestellt. Den hatte ich scheinbar. Ach so, genau. Das war ja ein Sektor, den habe ich schon von Beginn an dabei gemacht. Es sind auch schon die Stationen sichtbar. Dann wird es wohl hier auch keine Tore geben mehr.
Aber eine Ressourcensonde können wir dennoch nutzen. Hier bekommen wir Erz. Ich würde mal behaupten, hier hinten gibt es auch noch Silizium oder ähnliches. Gucken wir mal, wie weit unsere Station mittlerweile ist. So, was macht denn er hier? Er ist auf dem Rückweg. Ich hoffe, die bekommen das jetzt mit dem Erzsammeln hin. Denn können wir das irgendwie einstellen eigentlich? Sie gewisse Sektoren einfach meiden, das müsste doch eigentlich gehen. Was sind die Ereignisse? Man kann das auf jeden Fall irgendwo einstellen, dass die gewisse Sektoren meiden. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wie das funktioniert. Sektorreise. Sektoren in Feindhand, gut, das macht Sinn. Man könnte hier noch Sektoren hinzufügen. Wir werden das jetzt mal testen. Das ist die letzte Grenze im Grunde. Müssen wir selber nochmal gucken. Und die Leere. Das wären eigentlich die zwei Sektoren, wo ich sie nicht drin haben möchte. Na. Wo ist denn jetzt das Menü hier hin? Komme ich gar nicht mehr klar. Eigentlich hier direkt in das Menü herein. Geht denn das jetzt nicht mehr? Das ganze Menü hier funktioniert gerade gar nicht. Eigentlich will ich hier hin. Seltsam. Machen wir es mal so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Sektor könnten die Miner jetzt auch noch farmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, okay, er dockt ab, er dockt an. Wie weit ist denn eigentlich unser Bau der Station? Okay, das erste große Containerlager ist gebaut. Die Hüllentaler, 4 Stück. Als nächstes ist nochmal ein Containerlager dran. Geld ist genug da, es hängt im Grunde nur an den Hüllenteilen. Die werden aber jetzt durch diverse Transporter geliefert, das heißt, das wird jetzt auch relativ schnell fertig. Das finde ich schon mal klasse. Aber wir kommen nicht in dieses Menü hier rein. Versuchen wir uns mal im nächsten Sektor. Nicht, dann wird es erst nochmal nach dem neuen Laden funktionieren oder nach dem Spielneustart, was weiß ich. Brauchen es aber jetzt nicht zwingend, aber wenn das funktionieren würde, wäre eigentlich ganz gut. Denn dann könnten wir das vermeiden, dass die überhaupt da reinfliegen. Unlogisch ist es im Grunde jetzt schon, denn das Erz liegt eben vor der Tür. So, jetzt einmal nochmal gucken. Nee, funktioniert nicht. Schade. Andere Sache, wo würden wir das denn eigentlich zuweisen? Könnten wir das hier einstellen? Oder müsste man das über die Station einstellen? Ich habe mich ehrlich gesagt mit diesen Befehlen nie wirklich befasst. Das hat auch ohne immer ganz gut funktioniert. Ich sehe da jetzt aber ehrlich gesagt auch Sektorreise hier. Könnte man theoretisch eine Sperrliste einfügen? Dann müssten die eigentlich die Sektoren meiden, aber jetzt hat es gecheckt, jetzt fliegt er hier in den Einflussbereich. Das würde ja dann auch schon reichen. Müssen wir mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Und wir müssen aufpassen, wir kommen jetzt leider nicht rein in unser Inventar. Können wir eins probieren. Wir
teleportieren uns jetzt einfach mal auf unser eigenes Schiff drauf. Hallo. Ey, ist leider jetzt ein Bug drin. Müssen wir uns für die nächste Folge wohl aufgeben. Haben aber so viel gesammelt. Wir werden jetzt mal noch eine Station hier anfliegen. Am besten vielleicht gerade hier die Schiffswerft. Argon Schiffswerft. Und dann wollten wir ja auch noch die Blaupause für das Dock kaufen. Fällt mir gerade ein. Das müsste man dann auch noch zeitnah tauschen, bevor das andere gebaut ist. Das machen wir jetzt noch schnell. Ja, das hier ist so ein Luxus-Landedock, ne? Mit dieser weißen Verteflung, nenne ich es mal. Sieht natürlich schon edel aus. Kostet ein bisschen mehr. Mag das Weiße gar nicht mal so sehr. Erinnert mich immer so an die Terraner. Und jetzt hier so ein Aufzug da unten. Gehen wir erstmal noch zum Händler. Denn wir haben ja einiges an Waren aufgesammelt, an Containern bei den Xenon-Abschüssen. Das sieht schon schick aus. Komm, wir gucken uns das mal hier kurz an. Ich meine, es gibt ja auch noch einen Dockbereich, wo man das noch ein bisschen besser sieht. Wir schauen gleich mal. Gucken wir aber erstmal in dieser Werkbank, was wir aus den Materialien, die wir gesammelt haben, produzieren könnten. Nämlich einen Sinzer. Den brauchen wir im Grunde gar nicht. Wir werden den jetzt aber trotzdem mal herstellen. Dann hätten wir den schon mal. Und wenn wir den verkaufen, ist er auch wesentlich größer von Wert. Ansonsten können wir noch gar nichts groß produzieren. Hier so ein Sicherheitsentschlüsselungssystem. Das kann man hier aus den kleinen Waren bauen. Würde sich doch eigentlich lohnen. Wenn sie zusammengebauten Waren sind, auch günstiger. So. Kann ich helfen? Bitte sehr. Fruchtsalat, den brauchen wir nicht. Interface-Einheit, da fliegt auch erstmal ein Großteil raus. Raumfliegeneier, die würde ich gerne aufbewahren. Denn die brauchen wir später noch. Sicherheitsbehälter. Keine Ahnung. Verbände brauchen wir auch keine. Können wir die Seminare noch mal mitnehmen. Die Schubdüsen nehmen wir mit. Den Handlaser nehmen wir mit. Bombenwerfer. Brauchen wir noch nicht. Zwingend. Algenbürste. Bilder. Das kann eigentlich alles weg hier. Wir noch ein bisschen was bei raus. Ich dachte aber, wir hätten noch ganz andere Materialien. Egal. Haben wir das schon mal viel gemacht? Glück da draußen. Gehen wir jetzt schnell zum Organisationsvertreter. Und werden uns direkt immer noch die Blaupause aneignen und das gerade noch an der Station ändern. Einmal Module, Baumodule, Dockmodule. Wir haben den einfachen Dockbereich und den Standard-Dockbereich mit einem M-Schiff. Ich hätte jetzt gerne einen freier Dockbereich. Und ihr seht, die Kosten im Grunde kaum mehr als die. Ich würde gerne so einen Standard-Dock-Bereich kaufen. Ich mag das weiß ich nicht. Wir werden das ein bisschen klassisch halten. Aber der einfache, der sieht mir echt dann zu düster aus. Ja, das kaufen wir jetzt. Kostet auch nochmal direkt ein gutes Stück Geld. Perseus, Angreifer. Hallo. Ja, wir docken erstmal ab hier. Uns mal gerade die Station an.
Nee, ich sehe da jetzt keinen Dockbereich sonst hier. Hat ja wohl nur den einen. Dann war es wohl eine ganz andere Station. Wir fliegen jetzt einfach mehr los und werden jetzt den Bau ein bisschen modifizieren. Das werden wir jetzt mal komplett rausnehmen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob wir den Dockbereich woanders hinsetzen können. Ob wir das überhaupt wollen. Und schon mal gibt es ja richtig schicke Positionen, wo man dann wirklich auch was von der Station sieht. Das könnte aber hier auch schon der Fall sein. Eigentlich gerne das hier tauschen. Das Problem ist nur, da hängt die Solarzelle mit dran. Da müsste man unheimlich viel ändern. Und wir lassen es erstmal so verbunden. Jetzt können wir uns noch überlegen, in welche Richtung wir das haben möchten, ob wir die eher so nebeneinander gestapelt haben wollen oder so, wie es jetzt eben ist. Ich denke, wir werden das sehen. So wäre jetzt eigentlich mein Plan. Übernehmen wir das Ganze. Materialien, das passt soweit. Sollte ja eigentlich relativ schnell die Station fertig werden. Nächste Containerlage ist auch schon bald fertig. Dann kommt das Feststofflager. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wir gucken mal in die Übersicht noch rein. Ist jetzt finanziell noch nicht viel passiert. Aber das wird noch. So langsam kommen hier jetzt auch die Rohstoffe rein. Jetzt haben wir auch mal ordentlich Platz. Hüllenteile können jetzt statt 1200 direkt mal 31.000 gelagert werden. Das könnten wir theoretisch sogar manuell skalieren, den Frachtraum. Das macht in der Regel wenig Sinn. Also in der Regel hat man da immer genug Frachtraum, um das hier laufen zu lassen. Von daher mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Ein großer Transporter hatte da, glaube ich, ist ja noch nie angedockt, ein L-Transport oder ähnliches. Dann möchte er hier zu uns. Sehen wir jetzt gar nicht. Naja. Die Bohrer sind jetzt noch mal planlos. Die haben sogar noch Waren mit dabei, zumindest der eine hier. Die Medikamente, ja gut, die kann er ja direkt mal transferieren. Was da ist, ist da. Wir müssen halt nur aufpassen, deswegen wollte ich eigentlich auch mal noch ins Inventar. Wir haben halt illegale Waren mit dabei und wenn wir jetzt hier in Argon Prime Ärger bekommen, dann bekommen wir das direkt hier mit den Zerstörern und so weiter. Das will ich eigentlich vermeiden, deswegen sollten wir die Waren im Tresor ablegen. Dazu müssten wir zu Boso fliegen. Können wir dann auch noch irgendwann. In der Zwischenzeit halten wir uns jetzt hier erstmal hier so ein bisschen bedeckt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.